Und willkommen zurück bei OMSI 2 hier in Chicago. Wir starten beim Adler Planetarium und fahren heute auf der 130 vom Adler Planetarium zur Ogilvy Station. 26 Minuten geschätzte Fahrzeit. Und ich habe nicht auf die Nummer geachtet, aber Gott sei Dank steht das alles da. Das ist die 092. Gut, dann machen wir erstmal die 1850. Richtig? 1805, ja, ja. Das ist die 092, der Run. 092. Zack, und unsere üblichen Infos, 12,9 Minuten. Da vorne ist ja die erste Haltestelle, dann sagen wir es mal. Bis 11. So, Bremse raus. Heizung an. So ein bisschen. Dann heaten wir mal ein bisschen. Und legen den Gang ein. Und fahren zumindest erstmal nach vorne vor. Okay, hier ist der Terminus. Da glaubt mir alle meine Fahrgäste. Und glaub mir vor allem auch meine Standposition, so ein Arsch. Los, fahr schon. Na, wir haben ja eh noch ein bisschen Zeit. Wieso steht denn der da vorne immer noch mit einer offenen Tür? Naja, ihr wisst ja, was ich im schlimmsten Fall mache. Ich finde sonst schon einen Weg, weil hier vorne drehe ich ja da das Adler Planetarium. Kurz gucken, kriegen wir es vielleicht noch schöner rein? Ja. Das Adler Planetarium. Planet Explorer. Und was haben wir da noch? Irgendwas anderes. Ja, und da hinten Chicago und davor, ja, gucken wir einfach uns dann an. So, sieht man zumindest eine schöne Front von Chicago. Ich glaube, der ist irgendwie kaputt. Bist du kaputt? Ne, ist nicht kaputt. Mir jetzt aber natürlich meine ganzen Passagiere, potenziellen Passagiere weggenommen. So. Ah, guck, da kommen sogar noch welche. Oh, dann wird das ja nichts mit losfahren. Hello. How's it Hello. Going? Hello. Hi, I'm fine with you guys. Hi. Hi. Okay, hier ist ein Stoppschild, das Taxi wartet. Ich bin... Das Taxi wartet mich. So, dann willkommen auf der Strecke vom Planetarium zur Ogilvy Station oder wie auch immer das heißt. Läuft da gerade drüber, ne? Ja. Die alte Dame.
Lass dir Zeit, Öhmchen. Das kommen dann gerade keine. Dann heißt es jetzt ein bisschen Gas geben. Kann natürlich sein, dass uns jetzt hier die 145 halt regelmäßig mal ein paar Kunden wegschnappt. Aber keine Ahnung, ob das in Omsi sozusagen so ist. So, oh, ist der erste Bus, ich brauche ihn nur 30 Stellen in die Richtung. Nehme ich den? Ich glaube eher... Ich weiß es nicht. Ich hätte eher gedacht, dass es wahrscheinlich festgelegt ist. Vielleicht ist es aber spannend hier mit den ganzen Stoppschildern. Cool, das ist auch so ein amerikanischer Schulbus. Den würde ich ja gern fahren. Finde ich immer viel geiler als den hier. Ich meine, der ist gut, aber... Hallo. Oh. Na, ich weiß ja, wie er fährt. Die halten echt, ne? Die halten 10 bis 23. 21, 22, 23. Und los geht's. Ach komm, das kann doch keiner erzählen, dass das hier irgendwie Sinn macht, wie das hier gelöst ist. Oder ist hier im echten Leben in Chicago dann so viel los, dass sie da halt die Stoppschilder wirklich haben, um irgendwie, wie heißt das? Ja, die Stoppschilder halt haben, um irgendwie, wie heißt das? Ich vergesse das wieder. Dass es hier so voll ist, dass sie es halt sicherheitshalber so machen. Ja, und die Ansage hier, ne, bitte für Menschen mit Kindern und ich glaube, Dings, wie heißt das? Kinderwagen müsste das, glaube ich, gewesen sein. Und dass sie da bitte für Platz machen sollen. Hi. Was haben wir hier? Das Feldmuseum. Kenne ich auch nicht. Speedlimit, 20 Meilen. Nicht, wenn ich Verspätung habe. Ja, das hatten wir ja schon auf der 124 gelernt, dass das wohl ein Muss ist, wenn man in Chicago ist. Ich glaube, da vorne ist auch wieder die 145. Oh, aber die Frameraten hier sind ja echt unterirdisch. So, eine rote Ampel. Die nutze ich doch mal eben kurz, um mir was zu trinken zu geben.
So, da bin ich wieder. Werte Fahrgäste. Ja, leider noch nicht grün für mich. Was ist da? Das Columbus Monument. Müsste ich doch jetzt eigentlich gleich grün kriegen. Oh. Klapper, 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 klapper. Spannend. Ah, hier darf ich als Bus auch wieder geradeaus fahren auf den Rechtsabbiegerspuren. Route 130, Museum Campus. Hallo! To Ogilvy and Union Stations. Mensch, sind sie heute ein bisschen ruhiger? Okay, was haben wir denn hier? Da hinten haben wir eine U-Bahn. Genau, Rechtsabbieger only, except the buses. Da sind wir doch mal froh, ein Bus zu sein. Die Fußgänger kriegen gleich rot. Das finde ich eigentlich ganz cool, diese Anzeige so wirklich rot in dann. Zur Union Station. Vorhin hatte ich auch gesehen, die 130, die kreuzt sich da ja auch ein bisschen und da muss man dann zur Not auch ein bisschen aufpassen, dass man in die immer noch in die richtige Richtung fährt. Green, orange, red lines. Steht da? Buses, buses and right turns only. Right lane, ja. Nicht Buses. Was auch mal Buses sind. Uno war da. Buses? Ah, nix no. Da ist Fetzi Cooks oder so. Auch da vorne eine schöne Fressbude. Coffee Bugs. The Roosevelt Red Orange Green Line. Und Bucky Pizza. Hallo. Okay, dann muss ich jetzt hier mal doch eben bremsen. Ich darf jetzt zwar rechts abbiegen, aber natürlich sollte ich es vielleicht nicht machen, wenn da die Autos noch... Na super, das war jetzt ja klar. Kaum fahre ich los, haben die auch grün. Aber die Kurve war schlecht genommen. Aber generell muss ich sagen, die Chicagoer sind doch alle recht ruhige Zeitgenossen. Na, dann fahren wir noch weiter. Wieder ein bisschen zu früh. Excuse me, you missed the stop. No. 9th Street. Ich muss halt rechtzeitig klingeln, bevor ich bei der Haltestelle bin. Hey. Hey.
weiter geht's. Grün. Ja, ich habe eben mal kurz die Zeit vorgesetzt, weil da war ich jetzt doch ein bisschen sehr früh. Und scheinbar hat der eine zu spät gedrückt, weil er scheinbar nach der Zeit und nicht nach dem, wo er ist. Und sogar mit Hindernissen heute. This is Jones College. Hey, how's it going? Hi, I'm fine. I hope you're too good. Wish you a good day, sir. Oder so. Und weiter geht's. Wahrscheinlich sagen die Busfahrer und Tiere. Ich weiß nicht, kann ich ja auch nicht beurteilen. Echt, das ist ja ein richtiger Stau, der sich hier andeutet. State Harrison Congress. Hey. UTM campus to Ogilvy and Union stations. So, mal gucken, ob das sich nicht vielleicht lohnt. Das ist auch wieder recht gut. Ja. Würde ich sagen, ist gar nicht mal so schlecht besucht. Dann sieht man ja auch hier am Rückspiegel. Na, komm schon, werd grün. So. Hello. Museum. Hello. Man kann jetzt hier aber auch, glaube ich, eben stehen bleiben, bis die Ampel da vorne gleich grün wird. Na, ich gucke gerade auf die Zeit. So ein bisschen ist es auch noch. Aber auch nicht mehr unendlich. In Amerika haben sie auch über diese amerikanischen Flaggen. Ist das echt in Chicago so? Und da vorne ist die Law School. Ne, wir bleiben in der rechten Spur. Adams, Penn State. Transfer to Red and Blue Line Subway. Muss auch mal eben ein bisschen vorgedrängelt. Und auch gerade zeitlich sieht das gerade eigentlich ziemlich gut aus. Ja, da hätte ich ja nicht mehr bremsen können, sage ich mal. Union Station, Adams State. Route 130, Museum Campus. To Ogilvy and Union Stations. Wahrscheinlich habe ich gleich wieder so einen Kommentar. So gar nicht. Was auch immer. Call das Flamingo. Was auch immer das ist. Clark.
Ja, aber hier hole ich jetzt ja auch. Entschuldigung, ich habe da gerade ein bisschen versucht, den Passagieren zu lauschen. Aber nicht wirklich was gehört. So, weiter geht's. Immer noch ein bisschen früh. Dass wir zu früh sind. Ja, da bremse ich jetzt nicht mehr. Da ist der Motor ausgegangen. Echt? Was ist denn jetzt? Low Oil. Do not shift. Tja, damit haben wir wohl mal wieder es geschafft. Auch hier wieder den Bus kaputt zu kriegen, bevor wir angekommen sind. Da frage ich mich echt, was habe ich denn falsch gemacht? Ja, dann haben wir den Bus wieder mal kaputt gekriegt. Weil ich glaube, da ist nicht mehr viel, was wir jetzt noch machen können. Ja, dann sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich glaube, das war's aber auch erstmal für mich mit meinem Chicago-Abenteuer. Oh. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ich fahren darf.
Ja, hier, eieiei. Das fängt ja gleich richtig gut an. Ups. Das fängt ja richtig, richtig gut an. Da rammt mir auch noch der Polizeiwagen. Das Gute ist, dadurch darf er eigentlich nicht so lange brauchen.